Wenn du die DNA manipulierst, dann geht ja auch das Bewusstsein runter. So wie gewisse Tiere gehalten werden, so werden ja auch Menschen gehalten. Es ist von der Gesellschaft her gar nicht erlaubt, einfach zu denken, was man denken will. Wie genau ist es unlichten Außerirdischen gelungen, die DNA der Menschen zu manipulieren? Und wann etwa war das? Und mit welcher Absicht ist das geschehen? Also wann das genau war, das weiß ich jetzt in Jahreszahlen nicht. Aber warum das passiert ist, sie wollten halt, dass die Menschen, dass sie sie kontrollieren können und halt manipulieren. Weil wenn du die DNA manipulierst, dann geht ja auch das Bewusstsein runter, die Schwingung. Und wenn die Menschen ganz bewusst wären und mit ihrer Seele verbunden, dann könnte man ja die Menschen nicht kontrollieren. Und dann wäre auch das, was wir jetzt auf der Erde haben, so gar nicht möglich. Und darum wurde halt an der DNA rumgeschraubt. Ist das denn etwas, was heute in gewisser Form auch geschieht? Ja, schon, ja. Und du würdest sagen, dass das den Zweck hat, die mögliche Bewusstseinserweiterung durch die verschiedenen Faktoren, die wir vorhin, wo du eine Teilliste genannt hast, dass dadurch auch unser Bewusstsein niedrig gehalten werden soll? Also die Wesen, die die DNA manipulieren, die sind ja nicht mehr verbunden mit ihrem Herz und mit der Liebe. Und wenn man mit der Liebe nicht mehr verbunden ist, dann hat man ja ein inneres Loch. Dann wird man ja von der Liebe nicht mehr aufgefüllt. Und dann brauchen diese Wesen etwas anderes. Und darum haben sie dann, ist das für sie, indem sie halt die Menschen in dieser Manipulation halten und unterdrücken, damit sie halt wie energetisch immer ihre Nahrung da haben. Also für diese Wesen ist die Erde ja wie so ein Bauernhof, wo man halt einfach hat, weil man dann irgendwie Tiere umbringt und aufisst. Also es gibt ja viele Tiere, die ja ein ganz schlimmes Leben haben und denen es ja überhaupt nicht gut geht. Und so wie gewisse Tiere gehalten werden, so werden ja auch Menschen gehalten. Also für viele klingt das halt seltsam, weil sie denken, ja, aber wir sind doch frei und wir können tun, was wir wollen und dürfen denken, was wir wollen, aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Also das ist nur, wenn man so auf der Oberfläche bleibt, aber sobald man tiefer geht, merkt man ja, es ist von der Gesellschaft her gar nicht erlaubt, einfach zu denken, was man denken will.
wenn man was anderes sagt, als das, was normal ist, dann ist man gleich verrückt. Also nur schon geistig werden wir auch in einem Gefängnis gehalten. Ja, danke, Christina. Und im Moment ist das ja in zunehmendem Maße so. Und vielleicht ist das aber doch einer der Faktoren, die viele, viele Menschen merken lässt, dass es so ist, weil es so offensichtlich wird derzeit. Weil es war ja lange, lange viel versteckter. Und jetzt zeigt sich das aber sowas von offensichtlich, dass ich doch die Hoffnung habe, dass viele Menschen dazu erwachen, dass es so ist. Und das Gute ist ja, wenn man weiß, was irgendwie ein bisschen seltsam ist und man nicht mehr will, dann kann man auch weniger manipuliert werden. Weil wenn man nicht weiß, dass man manipuliert wird, aber die ganze Zeit wirklich manipuliert wird, dann kommt man dort nur schwer raus. Aber wenn man weiß, dass man Dinge hinterfragen sollte, dann kann man besser aus dieser Manipulation rausgehen. Und dann kann man sich auch wieder mehr fragen, ja, was stimmt denn für mich und meine Seele? Wenn das nicht für mich stimmt und ich das gemerkt habe, was will ich denn stattdessen?